Ah. Sind wir ein Lavenderturm? Ein Lavandierturm hier? Warte mal, hier ist ja sogar nicht mal nebelig. So, jetzt wollen wir alle hardcore kämpfen. Wow, Ghost, get away, Eek! Hilf mir, Team! Oh, es ist jetzt generell nebelig. Ich hoffe nicht. Das sollte man noch sehen können. Ne. Sehr nice. Ups, mein Controller fällt wieder runter. Wir müssen Rocktoom. Sogar sehr effektiv. Ja, lol. One-Shot. Wow. Mit Bedroher. Da hat aber Mut noch euch was zu sagen. One shot. Ivysaur. Anticipation. Bitte kein One-Shot. Tanky, der Junge. Und Lightscreen. Alles klar. Keine Attacke! Gläschen! Glaciola! Why? 107 Spitzangriff. Das ist so mächtig. Alter Falter. Ein richtig OP-sten Roar of Time ever. Boah, wir haben eigentlich Eisstrahl. Ich behalte Roar of Time wegen Style. Moment mal, Pokéball nicht vergessen. Damp Mulch. Schön Mulch sammeln. Ninjask. Ninjask haben wir schon gesehen. Wingout. Denkst du das? Can you do this? Sogar sehr effektiv. Okay, Ninjas tankt das nicht. Sehr, sehr schade. Jetzt ist es Nebel. Das ist auch ersichtlich. Los, Luca! Defog! Mew! Oh ja. Dö, dö, dö. Sarzenia. Haben wir aber schon gesehen und eingefangen. Sarzenia war doch Monostahl, oder? Monostahl. Lolianter. Let's go. So, One-Shot.
Das ist ein Crit, ne? Kein Crit. Sah aber sehr schnell aus. Kommt der Gangster. Meine Pokémon wurden von mir gestohlen. Team Galactic hat das getan. Und seitdem habe ich niemals ihre Gesichter vergessen. Wow, jetzt ist er sehr sauer. Und kämpft mit seinen restlichen Pokémon. Ein Schaloko. Ist aber sehr traurig. Nur noch ein Schaloko. Was zu einem Bidifast weiterentwickelt. Witch Girl Scarlet. Smokeball. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. I can't explain it. Das ist nicht shiny. Nee. Sieht aber sehr golden aus. Du. Und normal. Voll gülden. Das güldene Wieso. Ein Clam trifft nicht. Metabots. Wow, Serie zurückelt hier. Und Jigglypuff. Stimmt, es kann ja Sense Stream als Fähigkeit. Doing? Was habe ich denn gemacht und getan und getutet? Oh, nice. Azumarill. Will ich haben. Muddy Water. Hol ich mir, wenn es die Attacke tankt. Wenn es Rock Tomb übersteht. Nice. Dann können wir schon erahnen, dass es zumindest gute Verteilungswerte hat. Oder okaye Verteilungswerte. Ich meine, der Levelunterschied beträgt ja bei 4. Ah, komm schon. Azumarill. Mit Spore. Nice. Spore kann anscheinend verfehlen. Wir nennen's Osterhase oder so. Monotyp Flug. Passt das nicht? Da ist schon irgendwas mit Volumen und R. Wir brauchen mehr Pokémon mit Monotyp Flug. Wir haben nicht so viel. Also wir haben nur Tornados. Und seine Tiergeistform. Ansonsten hätten wir nur FM und die Weiterentwicklung mit Primärtypflug. Es gibt auch nur die beiden mit Primärtypflug. Neben Tornados. So, die Falk. Alter, doch so viele Trainer hier.
Könnt ihr nicht alle drei gegen mich kämpfen? Triple Battle im Gen 5 Style. Werde ich einfach schnell einprogrammieren. Das wird schon. Squirtle. Mit Spiegelcape? Fragezeichen. Head Smash. Power Whip. Okay, das macht Damage. Das macht sehr viel Damage. Mit Zitrusbeere. Alles klar. Kribbelkick. Triff doch exakt dreimal. My soul has deepened. So sad. Moment, ich hätte noch heilen müssen. Lilian Gebald. Also Lilian Knaxel. Und die Sonne scheint. Ich glaube, Muttersau zieht die erstmal zurück. Und erstmal mit Icy Wind. Ich glaube, den vierten Orden schaffen wir heute nicht mehr. Oh Gott, keine Wirkung. Ernsthaft? Dann noch Poison Gas. Was? What is going on here? Machen zum Beispiel kaum Damage. Erstmal weg mit Ledian. Boten Roshi kann ich hier nicht benutzen, weil ich bei beiden sehr wenig Damage mache. Also muss jetzt Glaciola was reißen. So, einmal War of Time. Es muss aber reichen, ne? Earthfall. Ist es ein spezielles Gebald? Ja. Es ist. Ohne Earthpower ist physisch. Kann auch sehr gut möglich sein. So, Luca. Also leveltechnisch holen wir auf. Die Gegner bleiben hier auf dem gleichen Level. Nicht effektiv. Steel Wing. Sogar Crit. Dann Spark? Fragezeichen. Auch nicht effektiv. Kampf ist nicht effektiv, Pflanze ist nicht effektiv, aber Eis effektiv. Käferdrache? Max und Joe. Was für ein Teil? Giddy Gap?
Giddyap. So, bisschen Gegengift und dann noch Belibber. Klappt soweit gut. Ich würde sagen, wir machen den Turm noch. Dann gehen in die nächste Route. Schauen uns dann kurz an, welche Pokémon es dort gibt. Octazooka. War es nicht eine Feuerzacke? Eine starke Feuerzacke? Ne, Gift. Ah Gott, nein. Oh Mann, wer Tag ist stark gewesen? So 165. Nee, der Tag ist nicht gut. Leider. Metapod. Also wir machen wirklich noch einen Turm und dann können wir eine kleine Pause machen. Ich meine, es gibt noch eine Biene. Wieder Firo. Führer Monate Flug. Ich greife trotzdem an. Wegen Miss Divers. So wenig. Okay. Miss Divers war Psycho irgendwas. Ihr kennt doch die Attacke. Prügler. Wenn Prügler Hören Base-Set hat, ist das übel. Alter. Sogar wenn Prügler irgendwie 40 hat oder 80. 6x80. Das ist ultra OP. Roshi muss abhauen. Nein! Wenn Prügler so 550 Stärke und dann mal 6. Nee, da hau ich ab. Sie kann auch Overheat. Overheat ist aber nicht so stark. Wobei Fio ist ja mixed. Und dann nochmal DD. Also schau mal, wie stark Prügler ist. Das ist unnormal. Ich muss... Gott, scheiß auf Mysterious. Ich muss auf Fio gehen. Egal, was kommt. Fio muss gewonshottet werden. Wow, jetzt kommt Lichtschild. Ja gut, das war ein Fehler. Das war absolut dein Fehler. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Alter, die wollen mich. Die wollen mich einfach umbringen. Ja, die. Ne? Leute? Siri zu, kannst du nicht noch ein Makro-Damage zufügen? Das ist so minimal.
Minimaler geht's nicht. Immer noch kein neuer Attack Glacian. I feel hollow inside. Also die Leute sind sie alle... bisschen negativ in Stimmung. Das Gefühl kenne ich. Aber... wollen wir ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und hier alle Nebel hier lichten. Eigentlich tut Nebel auch ein bisschen gut. So schön Nebel. Vielleicht kommt's, ich heile hier umsonst, weil oben Endstation ist. Oh ja, wir sehen die alten Damen. Und die geben uns Auflockern, nehme ich mal an. Wenn ich nicht so blöd bin und auf Auflockern klicken würde, wäre das ganz gut. Wurden wahrscheinlich auch von der Führung gesweept. Na, ihr Damen. Oh, der Nebel ist weg. Und mit dem all meine Zweifel in mein Herzen. Dankeschön, Fremder. Und das gibt's als mein Dankeschön. Sei nicht so schüchtern. Nimm es. Spelltech. Nice. Alles für die Mutter. Dad. Fantina. Fantina. Es ist so schwer zu sagen, was sie denkt. Aber sie hat ein gutes Herz. Und du weißt, sie ist ein gewöhnlicher Besucher. Besucherin. Und Cleanstag. Alles klar. Der Fantina, die Arenaleiterin. Also. So, give it to her. Spelltech. Oh ja. Was sind das für Poeten? Das ist ja so ein Troll, so viel Geld hast du nicht mehr. Samantha, zeig deinen Fuß. Was? Warte mal, ich bin gerade so richtig blödele. Wo habe ich denn mein... Ich habe doch was gekauft. Fluchtseil, hallo? Also habe ich kein Fluchtseil mehr. Oder ich bin blind. Wie letztes Mal, da habe ich keinen Schutz gefunden. Anscheinend habe ich kein Fluchtseil mehr. Hier sind... ich müsste... Na gut, egal. Dann laufe ich nach draußen. Bye. Viel Spaß noch. Nach draußen soll es nicht schwer sein, auch wenn es nebelig ist. Wir müssen ja... Beziehungsweise wir haben ja schon generell die Schatten der Herzen gereinigt. Hoffe ich mal, auch wenn dieser Nebel immer wieder kommt. Die dunkle Wolke, die über uns schwebt. Jedes Mal. Nein, Schutz wirkt nicht mehr. Okay. Leute, ich würde sagen, Pokémon Center, dann auf in die nächste Route. Moment mal. Ich meine, wir haben sehr viel Geld. 32.000. Mehr als genug. Ich korrigiere. Pokémon Center, wir schauen uns die Pokémon an. Dann kaufen wir ein paar Sachen ein. Dann auf zur nächsten Route. Und dann
Encountered seid und dann Ende, dann machen wir Wi-Fi Battles. Ein paar Wi-Fi Battles. Ich glaube, wir sind noch sehr gut in der Zeit. Kriegen wir hin. Bis so 1 Uhr maximal. Finde ich sehr nice. Wir haben nur Ostar sogar angefangen. Stimmt. Monotypflug. Sehr nice. Mutig. Sehr nice. Und mag scharfes Essen. Sehr nice. Hat. Ja. Ist schnell drauf. Sandkasten ist noch schneller. Alter. 49 Angriff. Dem Level. Hat aber okay Lebenspunkte. Kann nur Flugattacken. Die schönen oder Fury Swipes. Wäre das OP gewesen, dann hätte ich es vielleicht genommen. Fury Swipes, Stärke 70. Boom. Muddy Water scheiße. Und Spore ist okay. Also Spore ist wirklich okay. Ich meine, es ist ja. Hat eine Genauigkeit wie bei Hypnose. Ich meine 70, 75, 65. So um einen Dreh. Witch Boy Pursuit. Ich hoffe, wir schaffen es einmal ohne unterbrechen zu werden. Ja, das kotzt wirklich an. Ich habe mein Competitive Azumarill auch Osthase genannt. Ich hatte, also auf Showdown hatte ich einen Shiny-Azumarill. Ich habe es Goldenes Ei genannt oder so. Oder Golden Egg. Das güldene Azumarill. So, jetzt wird hier geshoppt. So, ein bisschen Beleber, nur ein bisschen Rest behalten wir. Wir wollen noch ein bisschen Geld behalten. Ich arbeite ja momentan an einem geheimen Projekt. Ich habe es tatsächlich immer hinter mir geschoben. Dauernd Revises gemacht. Neu gemacht und so. Ich will, dass es fortan kommt. Ist es um ein Spiel? Ich werde es wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr vielleicht kurz auf dem Channel präsentieren. Was ich da so geplant habe. Meine Story ist schon fertig. Ich habe auch schon seit sehr lang angefangen, Story-Text zu schreiben. Quasi mein Storyboard als Textform zu schreiben. Ich muss aber sagen, es ist immer ätzend, wenn man die ganzen Sachen schon im Kopf hat. Das ist schon ein bisschen, was heißt ja, langweilig. Es ist nur ätzend, das alles nochmal niederzuschreiben. Aber mal gucken. Mal gucken. Ich habe mein Storyboard, ich habe meine Ideen und mal schauen, wann ich die Demo oder Alpha raushauen kann. Ist eher ein RPG-Maker-Spiel. Bin da jetzt nicht so geskillt, nicht ultra geskillt. Ich habe minimal Programmiersprachen verständnisweise. Die Ausführung ist da hingegen ein anderer. Ja gut. Es gibt sehr hohe Gräse und was ist das denn? Sowas noch nie gesehen. Ach, das ist ein Asperberry. So Bäume mit roten Blättern. Die sind auch nicht alle Tage. Aber orangene Früchte. Ja gut. Ich glaube, Last Encounter dieses Sessions. Was? Was? Lavados! Mit Flammenwurf. Aber ich finde die legendäre Mucke richtig nice in der vierten Generation. So richtig diese Drums. Diese intense Spannung. Ja, Level 19 muss ein bisschen harmlos sein. Ja, mein Bugbite habe ich jetzt nicht mehr. Was heißt hier harmlos? Habe ich denn eine harmlose Attacke? Ja, Glaciola.
Ja, ein Top-Secret-Projekt. Ist vielleicht nicht so Top-Secret, wenn man so meine Dateien hier rumstöbert, weil ich habe die eigentlich immer auf meiner Google Docs-Seite. Zumindest die Story. Die ersten zwei Kapitel sind hoch. Ich hatte mal damals, also ganz damals, zweimal 10 Kapitelseiten mit unterschiedlichen Sichtweisen. Und ich will das jetzt als Spiel endlich mal ausführen, aber auch vollführen. Und ich denke, wenn es so gut weiterläuft, es läuft wirklich ganz gut zeitlich weiter, denke ich mal. Dann vielleicht nächstes Jahr Demo. Hat Toxic Orb, ne? Das ist ätzend. Alter, die Musik. Ich denke immer, ja, versuch's nicht zu besiegen. Yo, nicht effektiv. Ich habe ein bisschen Nerva gelernt, aber naja. Ich habe Java studiert. Erstes Semester. Also, im Grunde genommen, die Basics. Aber ich studiere momentan nicht mehr. Elektro war nicht effektiv. Könnte auch wieder vom Typ Elektro sein. Ah, ist ätzend. Ich kann es nicht einschätzen. Wirklich nicht. Ich gehe mal auf den U-Turn. Warum? Nein! Nein! Oh Gott! Ja gut, ich habe nichts gesagt. Ich habe Lavados nicht besiegt. Er hat sich selbst besiegt. Aber Speedboost Lavados ist schon heftig. Wir fangen dieses Lavados ein. Egal was kostet, wir werden... Das ist nicht shiny. Er sieht nur so aus. Die Färbung ist ein bisschen strenger. U-Turn ist physisch. Deswegen dachte ich, es würde weniger Damage machen. Glaziola hat sehr wenig Angriff. Anscheinend hat der Gegner noch weniger Verzeihung, als es mir erlaubt, dass ich da wenig Damage mache. Normale Fangchance weiß ich nicht. Ich habe die Fangchance niedriger gemacht. So dass man erst ab gelbem Bereich eine normale Fangchance hat. Okay, Physio-Attacken ist nicht gut. Das heißt, Iritsu sollte zumindest Lavados ganz gut schwächen können. Ja. Der Angriff ist gestiegen, das heißt, der Gegner hat einen sehr, sehr geringen Verteidigungswert. So gering, dass ich es nicht aussprechen möchte. Ich hoffe, der Spezialverteidigungswert ist. Es ist sehr gut. Der Spezialverteidigungswert ist sehr gut. Guten Abend. Der Mobo wurde bereits 10-mal gefüttert. Nom nom nom. Fütter mich mit... Commands. Kann auch Clamp. Also Speed Boost ist so richtig heftig. Alla, la, la, la. Wenn das Ding noch so ein Setup-Mut hat. Mut. Move. That's my mood.
Nee, Brave Bird und so weiter. Kann sehr gut attacken. Aber ist physisch wahrscheinlich nicht sehr gut, aber Speed Boost. Selbst wenn dieses Pokémon sehr wenig Init hat, Speed Boost macht das weg. Zumindest, wenn der Init immer noch okay ist. Wenn es immer noch einen Init-Wert hat, wie von einem Tentantel, dann weiß ich nicht. Also ich hoffe zumindest 50er Base Init reicht ja schon mit Speed Boost. Alter, was soll ich da machen? Ich kann nur meine Bälle schmeißen, wenn das Pokémon nicht reingeht. Alter, ich will dieses Lavalos haben. Aber Toxic Orb Vergiftung. Ah. Ich glaube, jetzt ist Lavalos Hunting angesagt. Voltilum. Ich glaube, Lava, das will nicht mehr. Oh Gott. Ist das hier Bug Dragon? Mit seinem... Hallo, Gesicht. Und nicht normal. Nice. Hallo Lavalos. Da sehen wir uns wieder. Na? Ich glaube, ich werfe einfach direkt einen Pokéball. Es wird von Toxic Orb Instant gepoisoned. Von dem her werde ich es nach und nach einfangen. Und hoffen, dass er irgendwann drinne bleibt. Dieses Face und Bidifas macht so aggressiv. Ja, ne? Naja, ich find's eigentlich lustig. Ist ja wie Flagmon. Einfach nur so eine Fratze zu ziehen. Mit Gedankenlosigkeit. 3? Sheet. That is Sheet. Also wenn wir bei 0 Uhr sind, dann weiß ich nicht, ob wir weiterhin Lavalos einfangen wollen. Ja, ich werde es noch ein paar Mal versuchen, ansonsten. Komm schon. Komm schon. Nein! Okay, Flammenwurf ist Typ normal. Das wissen wir schon. Hör auf zu trollen, Lavalos. Komm einfach rein. Du willst es doch. Lavalos will, aber will nicht rein. Tja. Wenn gleich steht, ist Lavalos wird vom Aufsterben bedroht, dann ist es nicht meine Schuld. Endlich!
Mono-Elektro. Aha. One of the legendary Pokémon is coming of spring. Okay, Herbst. Passt ja, ist ja November. Ist ja bald auch Winter. Herbst is coming. Ja, dann werde ich es mal vielleicht Firefall nennen. Oder Fire. Nee, Firefox würde nicht passen. Ein feuriges Herbst. Oh ja. Und so schön. Spontane Namen sind so schön. Jawohl. Ja, ja, ich hoffe, es ist auch sehr stark. Speziell defensiv auf jeden Fall. Ultra stark. Es kann, hat sogar einen Mud Slap von Gyarados getankt. Sogar sehr gut getankt. Yo, Toxic Orb. Why you do that? Firefall, Moltres, Electro. Modus Nature, sehr nice. Und Dry. Hat aber nur einen Inner Focus. Nein. Nicht sein Speed Boost. Oh Gott. Das ist sad. Nicht die bessere Fähigkeit. Aber immerhin. 21 Speed mit Speed Boost. Ah, 21 mit Speed Boost. Das heißt, A plus 2 hat 40. Es ist immer noch wenig. Bei 30 hätte ich schon gesagt, okay, dann wäre plus 2 schon 60, aber ja gut. Aber seine Spezialverteidigung ist OP. Aber alles andere. Weiß ich nicht. Attacken Skill Swap. Ja, Clamp. Das ist die schlechteste Attacke, was ich gesehen habe. Brave Bird. Ja, gut. Kann man nehmen. Und Flamethrower. Nein, Lavados. Wir müssen dich besser hinkriegen. Das ist sad. Aber okay. Wir haben das, was wir wollen. Wir haben gesehen, welche Pokémon es dort gibt. Ja gut, ich würde sagen, das reicht für diese Folge, für diese Session. Und sehen wir uns nämlich in der nächsten Folge wieder, wie gehabt. Und ich sag schon mal ciao. Und ja. Wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Wir werden dann hoffentlich einen vierten Orden machen. Und ja, Leute, bis denne.